Hallo und herzlich willkommen auf Eurelda.de. Wir wollen uns nun eine Aufgabe anschauen, die wir mit Hilfe der Polynomdivision lösen wollen. Und zwar die Aufgabe x hoch 3 plus 2x² minus 5x minus 6 soll geteilt werden durch x plus 3. Anders gesprochen, wann kommen solche Aufgaben vor? Zum Beispiel, wenn wir haben, dass dieser Term gerade gleich 0, das heißt, dass wir Nullstellen dieser Funktion rausfinden wollen. Und wir haben schon eine Nullstelle erraten haben, zum Beispiel nämlich hier x plus 3, das wäre eine Nullstelle minus 3. Und jetzt wollen wir die restlichen beiden Nullstellen rausfinden. Das ist zum Beispiel eine Anwendung der Polynomdivision. Fangen wir mal an. Man nimmt immer die höchste Potenz, das ist hier x hoch 3, teilt sie hier durch diesen ersten Summanden. X hoch 3 geteilt durch x ist also x hoch 2. Schreibt man hier hin. Auf dem Hinweg nimmt man nur den ersten Summanden, auf dem Rückweg nimmt man beide mit. Das heißt, nun beim Rückweg, wir müssen es ja wie bei einer normalen Division, dann minus das, was wir jetzt rausbekommen, x hoch 2 mal x ist x hoch 3 und x hoch 2 mal 3 ist 3x². Also plus 3x². So, das war der erste Schritt. Nun sehen wir hier, wir müssen diese beiden hier und diese beiden von den oberen abziehen. Das heißt, wenn wir dieses Minus hier in die Klammer auflösen wollen, müssten wir hier das Vorzeichen ändern. Machen wir das mal als Demonstration. Dann würden wir hier statt Plus einen Minus stehen haben. Nun können wir es verrechnen. X hoch 3 minus x hoch 3 ist 0. X 2x² minus 3x² ist minus 1x². Also minus x². Jetzt hole ich hier die minus 5x runter, wie ihr es ja auch bei der normalen Division kennt. Und jetzt können wir wieder den gleichen Schritt gehen, nämlich beim Hinweg nur das erste mitnehmen, beim Rückweg wieder beide. Das heißt, minus x² durch x, immer auch hier auch nur das erste, das heißt, es steht hier minus x. Auf dem Rückweg beide mitnehmen, das heißt, minus x mal x ist minus x². Aber hier drauf achten, minus in Klammern minus x². Wir ziehen immer das Ergebnis ab. Minus x mal 3 ist minus 3x. Nun, jetzt hier können wir das ausrechnen. Minus x² minus minus x², also minus x² plus x² ist 0. Minus 5x minus minus 3x, also plus 3x, ist minus 2x. Das heißt, hier steht minus 2x. Jetzt können wir die minus 6 von hier oben wieder runterholen. Und jetzt können wir den letzten Schritt beginnen. Minus 2x geteilt durch x plus 3. Minus 2x geteilt durch x ist minus 2. Minus 2, Rückweg, minus minus 2x. Minus 2 mal 3 ist minus 6. Und siehe da steht gerade der eine Term und der andere, der genau gleich ist, abgezogen. Das heißt, es kommt 0 raus. Das heißt, wir haben unsere Polynomdivision beendet. Das ist der restliche Term. Was können wir jetzt tun, zum Beispiel, wenn die Aufgabe heißt, die restlichen Nullstellen rausfinden? Dann müssten wir hier mit diesem Term die PQ-Formel anwenden. Das heißt, x² minus x minus 2 gleich 0. Und dann würde man dann mit x1, 2 minus p halbe, das heißt, p wäre das Fall minus 1, minus minus 1 halbe, wäre gerade 1 halb, plus minus, Wurzel aus, p halbe ins Quadrat, halb ist das, 1 Viertel, minus minus 2, also plus 2. Und dann kann man hier weiterrechnen. Ich mache das mal mit Brüchen. Kann man genauso als Dezimalzahl machen. Das heißt hier ein Viertel plus die 2 wird erweitert auf Viertel, das sind 8 Viertel. Und dann geht es weiter. 1 halb plus minus Wurzel aus 9 Viertel. Und hier sieht man 9 und 4 sind Quadratzahlen. Das heißt, hier steht 1 halb plus minus 3 halbe. Das heißt, wir haben die erste Lösung. Wenn wir hier plus einsetzen, 1 halb plus 3 halbe sind 4 halbe, sind 2. Und die zweite Lösung wäre, 1 halb minus 3 halbe wäre minus 1. Das heißt, wäre das jetzt die Aufgabe gewesen, mit Nullstellen berechnen, hätten wir die Lösungsmenge gehabt, minus 3 von der geraden Nullstelle, minus 1 und 2. Dann hätten wir die Lösung und die Aufgabe, wäre sie so gestellt worden, wäre gelöst. Schaut doch mal nochmal auf die Räder vorbei. Hier haben wir noch weitere Aufgaben zur Polynomdivision. Oder auch, wie man das anders machen könnte, zum Beispiel mit dem Horner-Schema. Dankeschön.